Monsieur Conseil fédéral à la personne. Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir möchten auch heute nochmal an Sie richten mit ein paar Worten zur anstehenden Fasnacht in Kanton Luzern. Es ist uns wichtig, wir haben 3 Tage diskutiert im Bundesrat, wir sind immer noch in Krise. Wir haben 3 Tage gebraucht und sagen heute, wir sind immer noch in Krise. Wir haben sehr, sehr analysiert und uns ist wichtig, dass wir die Fasnacht, es ist also, wir haben 2 Anträge bekommen, 2 Anträge von einerseits Luzerner Fasnachtskomitee, von Luzern, von der Stadt, und dann die Schneckensumpf. Die Schneckensumpf Wollhusen, das ist eine Hochburg, nicht klar. Wir wollten das ganz genau analysieren, wir wollten das diskutieren. Der Antrag kommt von Grasso Bruno, also von Kreiselbeck Bruno. Der hat mit Frau Iris, war bei uns in Bern, und hat gesagt, wir müssen diese Umzug haben. Wir haben das diskutiert. Aber Sie müssen schon auch sehen, das ist schwierig. Wir können nicht, wenn die Holländer sagen, du kannst ohne Maske oder überhaupt an WM und Schneckensumpf verlosen kann, den Umzug durchführen. Das ist schwierig. Aber wir haben priorisiert, das ist klar. Wir haben gesagt, bestens klar, das ist die erste Priorität, ist die Schneckensumpf Wollhusen. Wenn ein Umzug, dann in Wollhusen, das ist eine Hochburg. Und dann müssen wir schon aussehen. Das ist klar, dass wir weiterhin diskutiert haben. Zweite Priorität ist dann Giggensumpf Doppelschwand, die noch älter als die Schneckensumpf. Und dritte Priorität, eigentlich nicht erwähnenswert, aber das war die Stadtzünfte mit Safran und Weih. Und wir haben das diskutiert noch einmal. Und Sie müssen schon auch sehen, das ist für uns sehr schwierig entscheiden. Und wir haben gesagt, wir müssen diese Amt, wir haben immer noch eine Krise. Und die Krise ist klar, jetzt im Moment. Wir haben 3 Tage diskutiert mit Ballon Rouge. Non Rouge, Blanche. Und Sie müssen schon auch sehen. So eine Politik ist sehr, sehr schwierig zu entscheiden. Wir haben von Wollhusen, direkt vom Gemeinderat, haben wir eine Information erhalten. Wir haben eine weitere Mutation vom Coronavirus. Die ist direkt vom Steinhusberg runtergekommen. Und man hat die jetzt gesehen. Das sind zwei Mutanten, das sind 2 Corona-infizierte Personen. Es ist ein bisschen verstörend. Man hat gemerkt, die haben noch nie Weihnachten gesehen, noch nie. Und ich denke schon, das ist unser Problem. Wir haben das auch diskutiert im Gemeinderat auch. Und mit Gemeindepräsidenten, Bruno Dus, auch ein Zünftler. Und er hat gesagt, das war nicht normal. Man hat gesehen, die haben vor dem Kreiselbeck, Wasser und Bruno, haben die ein Bier getrunken, noch nie ein Bier gesehen, ganze Leben. Und das ist schon verrückt. Ich denke, da müssen wir dran schaffen. Ich denke, bleib zu Hause, das ist wichtig, es ist immer noch eine Krise. Darum nochmal, bleib zu Hause. Seid achtsam, Abstand, klar, außer zu Hause natürlich, das ist klar. Aber, und das ist mir sehr wichtig, Fasnacht 2022, die ist nicht auch gestorben.